Ganz herzlichen Dank, Miriam, und ein Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu der Auftaktveranstaltung heute für Climate Connect. Ich finde solche kurzen, knackigen Formate eigentlich immer am besten, weil ich glaube, wir sind alle ein bisschen Zoom oder Webex müde. Deswegen kurz und knackig. Genau, ich habe ein paar Folien mitgebracht. Ich teile mal meinen Bildschirm. Habe ich gerade geübt, deswegen sollte das eigentlich funktionieren. Und ich hoffe, Sie sehen, was ich sehe. Miriam, hat das geklappt? Genau, wir gehen ein, oder ich gehe ein auf politikwissenschaftlich fundiertes Agenda-Setting. Sie werden also ein bisschen politikwissenschaftliche Theorie und Methodik von mir hören. Das wende ich dann aber später an auf das Beispiel Hitze, weil, wie Sie alle wissen, da haben wir ja einiges an Agenda-Setting betrieben, auch, glaube ich, sehr erfolgreich. Und das habe ich noch mal ein wenig versucht aufzuarbeiten. Genau, erst einmal als Grundlage, wie gelingt eigentlich evidenzinformierte Politik und was ist das eigentlich ganz genau? Da habe ich hier eine Grafik mitgebracht, die wir auch im Rahmen der WHO oft verwendet haben, nämlich evidenzinformierte Politik. Wo kommt eigentlich das Wissen her oder die Evidenz? Da haben wir natürlich links oben einmal systematische Bewertungen, also quasi Goldstandard der Evidenz. Aber natürlich auch lokale Evidenz, Erfahrung, Wissen, Einzelexpertinnen und Expertenmeinung, was natürlich auch immer auf Politik trifft. Und es eigentlich Aufgabe der Politik ist, die erste graue Bubble oben, dieses Wissen zu bewerten und zu schauen, welchen Nutzen und welchen Schaden für eine Politik oder für die Lösung eines Problems haben wir eigentlich. Und Aufgabe der Politik ist es genau diese Abwägung vorzunehmen zwischen erwünschten und unerwünschten Auswirkungen und Zielkonflikten, die ja eigentlich in jeder Politikgestaltung auf der Hand liegen. Und das Ziel ist es dann, fundierte gesundheitspolitische Entscheidungen zu treffen und vor allem systematische Bewertungen, da wo wir sie denn haben, auch wirklich zu nutzen. Wie gesagt, das ist hier so der Goldstandard. Ich denke, dass Einrichtungen der wissenschaftlichen Politikberatung, sei es jetzt Thinktanks, so wie ich einleiten darf, aber natürlich auch Universitäten, Hochschulen, andere wissenschaftliche Einrichtungen spielen da natürlich eine Rolle, sowohl bei der Herstellung systematischer Bewertungen, Systematic Reviews, als natürlich auch bei der Abwägung von diesen Zielkonflikten und bei der Strategieentwicklung. Genau, hier habe ich mir angeschaut, wie funktioniert eigentlich evidenzbasierte Politikgestaltung, welche üblichen Probleme gibt es eigentlich und welche Gegenmaßnahmen kann man dafür eigentlich einleiten. Das ist jetzt nochmal wieder ein bisschen theoretisch, aber ich trage Sie da ein bisschen durch. Erstens ist Unterstützung evidenzbasierter Politikgestaltung. Ganz oft, und darüber werden wir, glaube ich, nachher auch in der Diskussion sprechen, trifft ein Problem auf eine Verwaltung, auf eine politische Struktur, die darauf nicht vorbereitet ist. Also wir haben eigentlich wenig Strukturen, die damit jetzt erstmal im ersten Moment umgehen kann und auch wie Wissen systematisch eigentlich aufgenommen werden kann und genutzt werden kann. Quasi eindimensional, aber auch auf der anderen Weise zurück. Was braucht Politik eigentlich von der Forschung? Was sind eigentlich offene Fragen? Und diesen Weg zu skizzieren, das ist oft schwierig, weil wir die Strukturen noch nicht haben. Was kann man dagegen tun? Ganz rechts, regelmäßige Austauschformate, wissenschaftliche Beiräte einsetzen, Vergabe von Gutachten, Förderprogramme, Forschungsförderprogramme, aber auch wenn wir an den Bundestag denken, Anhörungen, wo Expertise eingeladen wird. Man kann natürlich auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ministerien auf wissenschaftliche Konferenzen gehen, wenn man dann die Zeit findet. Genau, wie wird eigentlich der Bedarf an Evidenz ermittelt? Ganz oft ist es so, dass eigentlich dass es eine Unklarheit gibt, was wollen wir eigentlich wissen oder was können wir eigentlich wissen? Wozu forschen Universitäten eigentlich? Was ist eigentlich da, was ich wissen kann? Das heißt, da gibt es oft viel Unklarheit dazu. Und dort braucht es eben einen frühzeitigen Austausch über eigentlich alle Phasen des Politikzyklus. Da kommen wir gleich noch einmal hin. Das ist einfach klar ist, wir brauchen in jeder Phase Evidenz und nicht nur jetzt bei der Bewertung von Maßnahmen beispielsweise, sondern auch schon viel weiter davor. Die Evidenz, die denn da ist, wie bewerten wir die eigentlich oder wie finden wir die eigentlich? Und das ist sehr oft willkürlich, interessensgeleitet und voreingenommen. Also ich suche als Politiker, als Politikerin oft nur das, was ich halt gerade wissen will. Aber eventuell gibt es ja auch noch angelehnt in anderen Fachdisziplinen noch mehr drumherum. Und dann wird sehr selektiv Forschungserkenntnisse genutzt für eine politische Entscheidung. Genau, die Ansätze und Standards zur Bewertung von Forschungsergebnissen bräuchte man dort oder auch vor allem Kriterien zur Auswahl von Expertise. Ich glaube, gerade in der Corona-Pandemie haben wir gesehen, sehr viel Expertise wurde unsystematisch ausgewählt. Man hat sich manchmal gefragt, warum ist jetzt eigentlich
das Gremium so und so zusammengesetzt, das Expertengremium. Genau. Wie kommt man dann von der Evidenz zu den Entscheidungen? Hier geht es auch darum, welche Expertise oder Interessensgruppen eigentlich eingebunden sind in die Entscheidungen. Und auch da geht es wieder darum, Transparenz zu schaffen und einen strukturierten Multi-Stakeholder-Management oder Prozess zu schaffen. Das heißt, die Akteure auch wirklich systematisch in einer guten Informationslage mitzunehmen. Genau, das war jetzt viel. Einmal kurz durchatmen. Aber wir machen weiter mit, wie gelangt eigentlich ein Thema, welches auch immer, auf die politische Agenda? Das ist ja auch das Thema von heute, nämlich das politische Agenda-Setting. Genau, erstens glaube ich wichtig zu schauen, alle hier gesellschaftlichen Akteursgruppen, sag ich mal, stehen in Verbindung zueinander und alle betreiben Agenda-Setting. Es ist nicht nur so, dass jetzt die Wirtschaft bei der Politik die Agenda setzt, sondern natürlich auch die Politik bei der Wissenschaft zum Beispiel, wenn es um Forschungsbedarfe geht. Also das Agenda-Setting passiert überall. Wir gucken jetzt gerade vor allem natürlich oft auf die Politik. Der Politikzyklus, den habe ich gerade schon einmal erwähnt, das ist natürlich eine Idealvorstellung. Usually it's a lot more messy als das hier. Rechts oben eine Themenauswahl, Themen konkurrieren meistens miteinander. Und natürlich geht es dann darum, was ist jetzt aus welcher Sicht das wichtigste Thema. Wenn ein Thema identifiziert ist und die Agenda gesetzt ist, das nehmen wir gleich noch ein bisschen auseinander, geht es dann in eine Politikformulierung, also welche Option gibt es eigentlich zur Lösung des Problems, das wird umgesetzt und am Ende im Idealfall, wird oft nicht gemacht, wirklich auch nochmal überprüft. Das ist so der Idealfall. Viele kennen vielleicht den Public Health Action Circle, das geht ja auch sehr in diese Richtung. Genau, wir schauen jetzt vor allem auf das hier, auf das Agenda-Setting. Oft genannt Windows of Opportunity, das ist jetzt hier nur eine schematische Darstellung. Wenn wir ein Fenster oder ein Thema auf die Agenda setzen wollen, dann klappt das besser, wenn auch wirklich ein Fenster aufgeht, wo Gelegenheiten genutzt werden können. Das ist jetzt hier nur die grafische Darstellung davon, dass ab und an mal ein Fenster auf ist und ab und an auch eben nicht. Ab und an muss man ein bisschen Zeit haben oder sich Zeit nehmen, Geduld haben, bis ein Fenster aufgeht. Genau. Wenn man sich diese Möglichkeitsfenster anschaut, gibt es auch Möglichkeiten, sie entweder zu öffnen. Das gelingt meistens schwieriger, sondern man muss eher schauen, okay, welche Rahmenbedingungen sind eigentlich da, die genutzt werden können. Das eine ist natürlich, wenn das Problem so groß ist, dass sich Politik damit beschäftigen muss, wie jetzt zum Beispiel die Corona-Pandemie, aber in unserem Fall jetzt auch die Hitzewelle beispielsweise. Dann natürlich, wenn Maßnahmen auf dem Tisch liegen, die gut genutzt werden können. Also zum Beispiel ein neues Medikament, was wir einsetzen wollen. Aber auch eine Richtlinie, ein Verfahren, was sich bewährt hat. Und natürlich, Möglichkeitsfenster gehen immer dann auf, wenn wir einen Regierungswechsel haben, wenn es sehr viel Druck von der Straße beispielsweise gibt, Fridays for Future. Und dann öffnet sich ein Möglichkeitsfenster und ein Thema kommt eher auf die Agenda, als wenn dem nicht so ist. Ich verspreche, letzte Theorie und dann wende ich Sie an auf das Thema Hitze. Nehmen Sie an, wir haben ein Problem. Wie schafft es das eigentlich auf die Agenda, dass es auf die Agenda kommt und im besten Fall auch gelöst wird? Und das kann man sich eigentlich auseinandernehmen mit unterschiedlichen hier Phasen. Erstens muss ein Problem wahrgenommen werden, es muss benannt und diskutiert werden, am allerbesten von Akteuren, die auch wirklich mit einer gewissen Autorität in dem öffentlichen Diskurs sind. Wir brauchen eine Akzeptanz, gerade von den Schlüsselakteuren, vor allem auch von der Politik, die dann die Möglichkeitsfenster, die sich eventuell ergeben, auch wirklich nutzen. Und dann ist eigentlich die Frage, bleibt ein Thema auf der Agenda, ist es gelöst oder geht es auch wieder runter? Und Treiber hier ist vor allem ein Sicherheitsdiskurs. Also wenn es um Bedrohung geht, wenn es um Risiken geht, ist die Wahrscheinlichkeit leider, so funktionieren wir, höher, dass ein Thema auf die Agenda kommt und auch gelöst wird, als wenn es nicht im Sicherheitsframe bleibt. Das heißt, Sicherheit ist immer ein Ort der Verhandlung, hat allerdings einige Schwierigkeiten. Oh, jetzt fehlt hier, glaube ich, genau, komme ich nachher noch zu. Das wenden wir jetzt einmal kurz an auf das Beispiel Hitze, jedenfalls schematisch. Genau, was ist das Problem beim Thema Hitze? Das haben wir hier aufgearbeitet in dem Lancet Countdown Policy Brief für Deutschland im Jahr 21, also weit vor dem, wo wir jetzt gerade stehen, nämlich mit der Feststellung, Deutschland ist für den Katastrophenfall, also ein Sicherheitsszenario hier, durch mögliche große Hitzewellen nicht gerüstet. Das ist das Problemframing hier. Die Wahrnehmung, das hat die PACE-Studie
von euch, Mirjam, mit untersucht. Wie wird eigentlich Hitze von den Menschen in Deutschland wahrgenommen? Und ihr seid hier zu dem Schluss gekommen in der Erhebung, dass Hitze häufig und schwerwiegende Folgen des Klimawandels hat und auch genauso wahrgenommen wird. Auf die Studie gehst du ja nachher noch mehr ein, deswegen belasse ich das hier. Genau, die Akzeptanz, die untersucht ihr in der Pay-Studie zum Teil auch, aber Akzeptanz schaffen wir natürlich auch, indem sich relevante Akteure mit dem Thema auch beschäftigen. Also hier ist jetzt nur ein Beispiel, das Berliner Hitzeschutzbündnis mit der Ärztekammer Berlin, mit der Feuerwehr in Berlin, mit der Charité und mit weiteren. Wenn relevante Akteure sich mit einem Thema beschäftigen, dann kann die Politik eigentlich kaum noch weggucken. Und das ist hier das Beispiel dafür. Dann hatten wir natürlich Möglichkeitsfenster mit der Hitzewelle, die angekündigt war, oder die Hitzewellen, die angekündigt war, aber eben auch, weil wichtige Akteure vorbereitet waren, weil wir vom Bundesumweltamt, vom Deutschen Wetterdienst Materialien zur Verfügung hatten, weil Klug jetzt hier die Hitzekampagne schon gelaufen hat. Das heißt, es gab Materialien, Netzwerke, Akteure, auf die man zurückgreifen kann. Wichtiger Punkt für Politik, Möglichkeitsfenster dann auch wirklich rasch und gut zu nutzen. Genau, und dann war Hitze auf der Agenda. Erster Hitzeaktionstag am 14. Juni 2023. Hier sind nur ein paar Eindrücke, auch begleitet von aktivistischen Kampagnen in der Mitte, wo die Menschen auf der Straße sind. Die Bundespressekonferenz mit der Bundesärztekammer, mit dem Minister, mit dem Deutschen Pflegerat und mit der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Also da hat es eigentlich geschafft. Und wir haben sogar schon eine Politikformulierung mit dem Hitzeschutzplan für Gesundheit des BMGs. Und die nächsten Schritte werden da, ist schon begonnen, die Umsetzung und dann natürlich auch die Evaluierung. Das heißt, hier sind wir gerade in der Politikformulierung beziehungsweise in der Umsetzung, wenn wir uns das so schematisch einmal anschauen. Genau, gleichzeitig hat aber diese Form der Versicherheitlichung auch Vor- und Nachteile. Die Vorteile, ich glaube, das haben viele gesehen, sind die Aktivierung relevanter Akteure. Und hier vor allem Akteure Inneres, Sicherheit, Bevölkerungsschutz, Akut- und Notfallversorgung, weil das ist eben das, was das Schutznarrativ, das Sicherheitsnarrativ anspricht. Wir haben Vorteil auch, dass wir natürlich in Notfallsituationen auch wirklich Lösungen auf den Tisch bekommen und wir nutzen diese Gelegenheitsfenster, die sich geben und formen auch ungewöhnliche Partnerschaften, wie ich an dem Hitzeschutzbündnis in Berlin kurz klar gemacht habe. Aber dieses Framing hat auch vor allem Nachteile, nämlich wir gucken nur auf kurzzeitige Risiken und vernachlässigen langfristige Lösungen. Also wir wissen alle, wir müssen jetzt Menschen schützen vor Hitze auf jeden Fall, wir müssen aber eigentlich auch Städte umbauen und mehr Grün, mehr Kühlung und mehr Grün und mehr Blau in die Städte bekommen. Und das löst dieses kurzzeitige Narrativ eben gerade noch nicht. Und da vernachlässigen wir zugrunde liegende Herausforderungen. Durch diese starken Sicherheitsakteure, so nenne ich sie jetzt mal, vernachlässigen wir auch meistens andere, nämlich die, die in Settings, in Schule, Kita, Krankenhaus, manchmal auch Kommune, die wichtige Public Health Arbeit machen. Die vernachlässigen wir oft. Und es fragmentiert auch ein wenig das System als Ganzes. Das heißt, es hat Vor- und Nachteile, das in der Form zu nutzen. Aber natürlich geht es darum, da jetzt auch Menschenleben zu schützen. Genau, letzte Folie. Genau, Hitze, würde ich sagen, ist als Problem wahrgenommen, jedoch wirklich erstmal nur als Problem und die Bewältigung von Hitze noch nicht so wirklich als Chance, Klima- und Gesundheitsschutz wirklich nach vorne gemeinsam zu denken mit einem langfristigen Agenda. Ich glaube, da stehen wir gerade. Hitzeschutz ist akzeptiert oder jedenfalls weitgehend akzeptiert. Es ist auf der Agenda. Wir haben eine Politik, die formuliert wurde, jedenfalls auf Bundesebene. Die Umsetzung ist gestartet und die Evaluation ist angekündigt. Das heißt, wenn wir das einmal im Politikzyklus durchgehen, ist es eigentlich recht erfolgreich, würde ich sagen. Aber die Frage ist natürlich, jetzt bleibt Hitze auf der Agenda, gerade wenn nicht Sommer ist. Und wie bleibt es auf der Agenda? Fangen wir nächstes Jahr im Mai wieder an mit dem gleichen Zyklus oder schaffen wir es über den Winter auch eine langfristige Perspektive reinzubekommen? Das ist, glaube ich, der wo wir jetzt gerade stehen. Genau, das war es von mir. Ganz herzlichen Dank. Ja, super. Vielen Dank dafür, Maike. Im Sinne der Zeit mache ich jetzt einfach direkt weiter und teile meine Folien. Kurzen Moment. So. So, genau. Das ist eine sehr gute Frage, die Maike da am Ende aufgebracht hat. Wie behalten wir das Thema Hitze eigentlich auf der Agenda? Und ich glaube, auch dafür können Verhaltensdaten helfen. Maike hat ja jetzt skizziert, wie Politikberatung, wie verhaltenswissenschaftliches Agenda-Setting, politikwissenschaftliches Agenda-Setting funktionieren kann. Und ich tauche jetzt ein in die Welt der Verhaltensdaten als Schlüssel zu wirksamer Gesundheits- und Klimapolitik.
Und hierbei fokussiere ich aufs Thema Hitze. Und dabei geht es darum, ja, verhaltenswissenschaftlich basiert, datenbasiert, die Wirksamkeit und Effizienz einerseits von Klimaschutz, also politischen Klimaschutzmaßnahmen zu erhöhen und aber auch natürlich Hitzeschutzmaßnahmen, die jeder Einzelne machen kann, also den persönlichen Hitzeschutz zu fördern. Und dabei geht es auch darum, bewährte Methoden und neue Methoden miteinander zu verknüpfen. Am Institute for Planetary Health Behavior untersuchen wir Verhalten. Wir wollen Verhalten verstehen, um es zu verändern. Und hierbei stellen wir uns immer erstmal die Frage, wer muss eigentlich was wissen, denken und fühlen, um was zu tun? Und wir untersuchen die Handlungsbereitschaft der Menschen zum Klimaschutz generell, aber dann spezifisch eben auch zum Hitzeschutz, also die hitzespezifische Handlungsbereitschaft. Und die besteht aus verschiedenen Facetten, die sehen wir hier ganz rechts. Sie besteht aus dem eigenen Hitzeschutzverhalten, also dieses persönliche Verhalten, aber auch andere zu schützen vor der Hitze. Handlungsbereitschaft bedeutet, Hitzeschutzmaßnahmen zu akzeptieren, vielleicht sogar zu fördern und auch politische Partizipation, die Hitzeschutz fördert. Die Handlungsbereitschaft hängt von verschiedenen Einflüssen ab. Einerseits vom Wissen, also Leute, die mehr über die Einflüsse, die Hitze auf die Gesundheit haben kann, die sind handlungsbereiter, oder Menschen, die das Risiko als höher wahrnehmen auch. Dann ist ein wichtiger Faktor, sind soziale Normen, also was nehme ich wahr, inwiefern sich andere gegen die Hitze schützen, wie sie aber vielleicht auch erwarten, dass ich das tue. Barrieren des Hitzeschutzes, also beispielsweise, wenn es für Menschen schwerfällt, ihren Arbeitsweg wirklich am Schatten und einigermaßen in der Kühle zurückzulegen, das kann eine Barriere des Hitzeschutzes sein. Oder dann auch die Selbstwirksamkeit, also inwiefern denke ich, dass ich persönlich mich auch wirklich gegen Hitze schützen kann. Diese Einflüsse auf die Handlungsbereitschaft wiederum, die hängen auch ab von sogenannten Hintergrundfaktoren, beispielsweise Soziodemografie der Menschen, oder auch Risikogruppen, also sind Menschen, haben sie besondere Krankheiten oder sind sie schon älter und haben sie deswegen ein höheres Risiko, bei Hitze auch gesundheitliche Auswirkungen zu erleiden. Und diese Einflüsse auf die Handlungsbereitschaft, da ist natürlich das Ziel, die mit Intervention auch zu verändern und die Handlungsbereitschaft am Ende dann zu stärken. Die Datenlage für diese Forschung ist größtenteils das Planetary Health Action Survey des Institute for Planetary Health Behavior an der Uni Erfurt, die PACE-Studie. Und hier untersuchen wir regelmäßig Wissen, Risikowahrnehmung, Vertrauen, Einstellungen und Verhalten in der Klimakrise und eben auch hitzespezifisch. Das heißt, das gibt uns auch ein klares Bild darüber, was wissen die Menschen, wo kann man kommunikativ jetzt vielleicht am wirksamsten ansetzen. Wie nehmen die Menschen Gesundheitsrisiken wahr, welche Barrieren haben sie und so weiter. Und weil wir regelmäßig hier repräsentativ Menschen befragen aus Deutschland, deswegen können wir auch Veränderungen über die Zeit bis zu einem gewissen Punkt abbilden und auch je nachdem die Interaktion zwischen Hitzeschutzmaßnahmen und dann dem Hitzeschutzverhalten von Menschen. Und wir haben letzten Sommer begonnen, uns mit dem Thema Hitze intensiver zu beschäftigen. Und diesen Sommer haben wir dann weitergemacht. Und Maike hatte eben den Hitzeaktionstag schon erwähnt. Und was wir dann diesen Sommer gemacht haben, ist, dass wir einmal vor dem Hitzeaktionstag erhoben haben und dann auch danach. Und beispielsweise geguckt, haben denn die Menschen Informationen zum Thema Hitze wahrgenommen in dieser Zeit um den Hitzeaktionstag rum? Und haben da gefunden, dass 43% unserer Befragten doch Informationen wahrgenommen haben, der größere Teil, 57%, also nicht. Und wir haben auch gefunden, dass Menschen mit Risikofaktoren, das sehen wir hier rechts, einmal die ohne Faktoren oder dann die mit einem oder mehreren Risikofaktoren, die haben diese Information eher mehr wahrgenommen, was schon mal eine gute Sache ist. Dann hat uns natürlich auch interessiert, ob diese auch kommunikativen Arbeiten rund um den Hitzeaktionstag rum
das Hitzewissen verändert haben. Also Hitzewissen im Sinne von, kenne ich das richtige Hitzeschutzverhalten, kenne ich die Einflüsse von Hitze auf die Gesundheit und so weiter. Und da haben wir jetzt leider noch keinen Zuwachs gefunden. Das war jetzt natürlich auch, ich sag mal, erst ein Hitzeaktionstag. Da geht natürlich noch mehr. Und da muss auch sicherlich noch zielgruppenspezifischer kommuniziert werden, denn es war zum Beispiel so, dass Menschen mit Risikofaktoren nicht mehr wissen als Menschen ohne, auch wenn es für diese Menschen ja besonders wichtig wäre. Sie wissen, wenn überhaupt, eher weniger. Das heißt, da lässt sich dann auch schon was ableiten für die Kommunikation und vor allem an wen diese auch gerichtet sein sollte. Bei diesen Risikogruppen haben wir uns zudem angeguckt, ob die Menschen eigentlich wissen, dass sie in einer Risikogruppe sind. Und wir haben den Personen verschiedene Fragen gestellt und sie dann in Risikogruppe ja, nein kategorisiert und haben gefunden, dass in unserer Anzahl der Befragten in unserer Gruppe etwa 30% keinen Risikofaktor haben, etwa 70% mindestens einen. Und diese teilen sich dann wieder auf, dass etwa die Hälfte davon hat einen und die Hälfte hat zwei oder mehr Risikofaktoren. Und das Problem war dann auch hier, dass, Entschuldigung, jetzt hat mir gerade irgendwie was Komisches gezeigt, so, dass die Menschen, die in der Risikogruppe sind, davon nur etwa 30% das überhaupt wussten und die anderen das gar nicht wussten. Das heißt, wie gesagt, diese Risikogruppe, die ist deswegen, ich sag mal, Ziel für künftige Kommunikation. Nicht nur, weil es bei diesen Menschen natürlich besonders wichtig ist, dass sie sich gegen Hitze schützen, sondern sie müssen ja auch erstmal überhaupt realisieren, dass sie ein Teil einer Risikogruppe sind und noch unterschätzte hat fast die Hälfte der Befragten ihr Risiko. Generell hilft uns PACE zu gucken oder zu wissen, was Leute eigentlich schon wissen. Beispielsweise, ob Leute wissen, dass Menschen mit chronischen Krankheiten unbedingt schauen müssen, ob ihre Medikamente, also die Dosis ihrer Medikamente für Hitzewellen angepasst werden müssen. Und was wir auch sehen können, ist, was die Leute tun oder zumindest, was sie uns berichten, was sie tun. Beispielsweise im Schatten bleiben, ihre Kleidung anpassen während Hitzetagen oder Hitzewellen oder Dinge wie einen Sonnenhut tragen oder eben auch, ob sie ihre Medikamentendosis überprüft haben und dann die Hitze angepasst haben und das natürlich typischerweise gemeinsam mit ihrer Ärztin, mit ihrem Arzt. Aus diesem Datensatz können sich dann Handlungsempfehlungen ergeben. Wie gesagt, die zielgruppenspezifische Aufklärung ist ganz wichtig, gerade auch was die Risikogruppen angeht. Und auch natürlich, Entschuldigung, die Ansprache von Personen, die sich privat oder beruflich um Risikopersonen kümmern. Auch für diese sollte das Wissen unmittelbar handlungsrelevant sein und Hitzeschutzverhalten sollte natürlich auch durch die Rahmenbedingungen einfach gemacht werden. Kommunikation ist besonders dort wertvoll, wo sich Risikopersonen aufhalten, beispielsweise an Arbeitsplätzen, an denen auch an Hitzetagen schwere körperliche Arbeit verrichtet wird oder draußen gearbeitet wird. Oder dann auch in Einrichtungen wie Kitas oder Pflegeheimen, wo eben Menschen sind, die Risiken haben aufgrund ihres jungen Alters oder ihres höheren Alters. Dort sollten dann dringend Möglichkeiten zum Hitzeschutz geschaffen werden. Die Resultate aus unseren PACE-Wellen und PACE-Studien, die richten wir immer dann ganz aktiv an Behörden beispielsweise, für die die Information besonders relevant ist, wie das RKI oder das Bundesgesundheitsministerium, und verbreiten die wichtigsten Erkenntnisse auch über Social Media. Auf unserer Webseite, auf der Webseite der Studie kann man sich die Studie auch nochmal genauer anschauen und auch Teilbereiche der Daten sich anschauen, indem man den Explorer dafür nutzt. Das heißt, der Punkt hier ist wirklich auch eben diese Erkenntnis an die Öffentlichkeit und die Politik zu tragen und da reinzuwirken. Dass Klimaschutzmaßnahmen und Gesundheitsförderungsmaßnahmen auf verhaltenswissenschaftlicheren Füßen stehen sollten und durch Daten unterfüttert werden sollten, das war jetzt nicht die Idee von uns in Erfurt, sondern diese Erkenntnis hatten international schon ganz viele Organisationen.
beispielsweise das IPCC, also der Weltklimarat, oder auch die UN, die WHO, OECD, die G7 oder in England das House of Lords, was jetzt vielleicht nicht unbedingt als super progressive Organisation bekannt ist, in England das Behavioral Insights Network, das European Center for Disease Control und hier in Deutschland zuletzt auch der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen und der Sachverständigenrat für Umweltfragen. Und vielleicht eher für den Nachgang, das hier ist eine lange Liste der Stellungnahmen zu diesem Thema oder wo Stellungnahmen zu diesem Thema drin vorkommen. Und der Punkt hier ist einfach, das ist auch einfach ein Bewusstsein, das in den letzten Jahren und auch gerade nach der Corona-Pandemie stark gewachsen ist. Auch das Pariser Abkommen, Artikel 12, hat ja zum Inhalt, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Bildung von den Nationen gemacht werden sollen, die Ausbildung gefördert, das öffentliche Bewusstsein für Klimathemen gefördert und so weiter. Jetzt gucken wir nochmal nach Deutschland und zwar gibt es hier eine spannende Analyse von klimafakten.de. Die haben sich mal angeguckt in diesen Beratungsgremien. Maike hatte sie vorhin auch genannt, diese wissenschaftlichen Beratungsgremien der Regierung. Wer sitzt da eigentlich drin? Und was sie dann gefunden haben, ist, dass von 155 Beraterinnen etwa ein Drittel Ökonomen sind. Also 54 Ökonomen saßen da Ende letzten Jahres drin. Das ist der Stand Ende letzten Jahres. Und Verhaltenswissenschaftlerinnen im breitesten Sinne, also PsychologInnen, SoziologInnen, PolitikwissenschaftlerInnen, davon haben wir leider in diesen Gremien nur 16. Das heißt, da ist auf jeden Fall auch nochmal Luft nach oben. Und beim Blick in die Nachbarländer sieht es dann, was Strukturen angeht, zu mehr verhaltenswissenschaftlich basiertem Arbeiten in der Politik. Was diese Strukturen anbelangt, sieht es da teilweise schon besser aus. Ich war letzte Woche gerade in Wien unterwegs und habe da mit Leuten von Inside Austria gesprochen, sehen wir hier unten rechts. Die sitzen am Institute for Advanced Studies. Und arbeiten eng mit, also das sind WissenschaftlerInnen, die ihre Forschung eng auch daran ausrichten, was die wichtigen politischen Themen sind und Maßnahmengestaltung und auch Kommunikation beraten. Da sind PsychologInnen drin und VerhaltensökonomInnen beispielsweise. Und das Bundesministerium für Klimaschutz etc. in Österreich hat auch Klimaaktiv gegründet. Das ist auch eine Organisation, die versucht, Klimaschutz mehr von Menschen her zu denken und zu gestalten. Dann links in den Niederlanden sehen wir nochmal das Logo des Behavioral Insight Networks in den Niederlanden. Das finde ich besonders spannend, weil es hier wirklich darum geht, zwischen Ministerien, also interministeriell zu arbeiten, da zusammenzuarbeiten, weil in jedem Ministerium Menschen sitzen, die diesen Hut aufhaben, des verhaltenswissenschaftlichen Arbeitens und da aber auch dann eng miteinander arbeiten über die Ministeriengrenzen hinweg. Und aus UK, dort gibt es zu diesen Bereichen ganz, ganz viel. Die haben in Europa, denke ich, auch Pionierarbeit geleistet, was diese Arbeit angeht. Und da gibt es unter anderem das Public Engagement Observatory, das sich auch anguckt, wie die Diskussion zwischen Öffentlichkeit und Politik sich über die Zeit gestaltet. Was brauchen wir also, um Klima und Gesundheit vom Menschen her zu planen? Maike hatte eben auch schon darüber gesprochen. Wir brauchen die Verhaltensdaten, die müssen wir natürlich erheben und bereitstellen. Dann brauchen wir aber auch Strukturen, die diese Evidenz und Erkenntnisse nutzbar machen. Und wir müssen natürlich auf die Implementation schauen und gucken, dass diese Evidenz dann auch verwendet werden kann und verwendet wird in der Politikgestaltung und Kommunikation. Und das ist wichtig, einerseits damit Maßnahmen mehr vom Menschen her gedacht sind, es Menschen auch erleichtern, beispielsweise eben Klimaschutz in ihrem Alltag und auch Hitzeschutz in ihrem Alltag zu betreiben. Und es geht auch darum, die Kommunikation von Maßnahmen von Anfang an mitzudenken. Die ist leider häufig so ein bisschen hinten ran geschaltet oder kommt manchmal auch fast gar nicht aus den, zum Beispiel aus den Ministerien raus und dann übernimmt irgendwie die Presse und dann wird es chaotisch. Und was die Idee ist, ist, dass eben auch die Kommunikationsstrategie zu den Maßnahmen einfach von Anfang an proaktiver zu denken und zu gestalten. Strukturen in Deutschland könnten so aussehen, dass wir ein Datenzentrum haben oder Datenzentren, die eben diese Art der Verhaltensdaten erheben, da hineinwirken. Da sitzen natürlich dann VerhaltenswissenschaftlerInnen, jetzt im breitesten Sinne gedacht,
Da wirken dann Politik und Entscheiderinnen in dem Sinne rein, dass sie Herausforderungen klar machen, Wissenslücken aufzeigen, Fragen stellen. In den Datenzentren wird dann die Handlungsbereitschaft untersucht, beispielsweise von der Öffentlichkeit. Wissenslücken werden untersucht, Zielgruppen identifiziert. Das heißt, die Öffentlichkeit nimmt natürlich dann auch an Studien teil, wird untersucht und dann werden die Erkenntnisse aus diesen Studien wiederum reingeleitet in die Maßnahmengestaltung und Implementation dann auch auf politischer Ebene. Und auch die Beziehung zwischen Entscheiderinnen und Öffentlichkeit kann von diesen Datenzentren aus beobachtet werden. Soweit zur Vision und dazu, was in Deutschland hilfreich sein könnte. Und das ist alles kein Selbstzweck, sondern es geht natürlich darum, Klima und Gesundheit einfach wirksamer zu schützen. Und auch das Thema Gerechtigkeit anzugehen. Hier nochmal leider ein Negativbeispiel aus der Corona-Pandemie, wo in der dritten Welle besonders viele Migranten auf Intensivstationen waren und was ja auch zeigte, dass einfach die Schutzmaßnahmen und auch die Kommunikation an gewissen Stellen zu wenig ankam und dass solche Arbeit auch einfach gerechter werden muss, damit wirklich alle erreicht werden. Und da sind wir dann auch schon bei den abschließenden Punkten von mir, nämlich zur Haltung und zu den Prinzipien von diesen verhaltenswissenschaftlichen Arbeiten. Da geht es eben darum, Gerechtigkeit zu fördern. Das habe ich eben erwähnt, dass wirklich möglichst alle erreicht werden. Menschenzentriert zu arbeiten, partizipativ natürlich auch, mit Betroffenen sprechen, an Kontaktpunkten beispielsweise und klar evidenzbasiert, datenbasiert zu arbeiten. Auch möglichst theoriebasiert, damit die Erkenntnisse aus den Studien möglichst generalisierbar sein können. Es geht dann darum, Menschen mit guten Informationen zu ermächtigen, Kompetenzen zu fördern, zu verstehen, welche Informationen für Menschen überhaupt im Vordergrund stehen, damit man auch nicht an ihnen vorbei kommuniziert, informierte Entscheidungen zu fördern statt Desinformation. Und die Verhaltensdaten kann man natürlich im Kontext anderer Daten dann auch nochmal vertiefter verstehen, zum Beispiel im Kontext von Gesundheitsdaten oder sozioökonomischen Daten. Und die Aufgabe ist nun mal sehr groß. Wir werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten unser Verhalten ja nun einfach mal ändern müssen, klimagesünder essen, um das Klima und unsere Gesundheit zu schützen, klimafreundliche Mobilität und dann Anpassungsverhalten wie beispielsweise Hitzeschutzverhalten oder auch natürlich das Maskentragen, das wir ja in der Corona-Pandemie gelernt haben. Und weil diese Aufgabe so groß ist, freue ich mich besonders, jetzt gleich in die Diskussion mit euch und mit Ihnen einzusteigen. Und bin schon gespannt auf Fragen und Kommentare.